das Terminal. Brauchst du was? Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Ihr Leute seid verdammt neugierig. Neugier sichert unser Überleben. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber ich muss wissen, weshalb du ihn getötet hast. Das ist meine Sache. Ich brauche nur den Code von diesem Runner-Chip. Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Einen Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können 1000 Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Hey, Des. Brauchst du was? Tom? Wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Schön, dich bei uns zu haben. Angeblich steht Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Schauen wir, was drauf ist. Was bringt uns dieser Runner-Chip genau? Auf diesen Chips sind nicht nur Codes. Auch Herstellungsmethode und Material verraten uns etwas über unseren Feind. Eine Kleinigkeit kann für unsere Agenten und die Synths, die sie retten wollen, über Leben und Tod entscheiden. Gib uns den Chip, damit wir mit der Analyse anfangen können. Hier, bitte. Okay, Tom, dann leg mal los. Noch eine Stunde, hey, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Wenn man Fünf auf den Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay, wir sind noch im Geschäft. Oh Mann, sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird, komm schon, Baby. Du kannst es bei uns weit bringen. Führ mich zum Muster. Das weiß ich. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby.
Wir haben's! Wir haben den Code! Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Und was dich angeht, ich hoffe, dir hilft das genauso viel weiter wie uns. Gute Arbeit. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist über. So viele Menschen, nicht viele Super. Stronghold. Wir finden bald. Ich schütze und diene. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst? Hast du was für mich? Ich werte das mal als ein Ja. Überrascht mich nicht wirklich. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Ist das denn wichtig? Nein, ist es nicht. Du hast recht. Wichtig ist nur, dass du ihn hast. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik, das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Dieses Gerät bringt mich ins Institut? Ja, wenn es richtig gebaut wird. Und bitte bau es richtig, denn du musst da reinkommen um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Ich schütze und diene. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt Desdemona. Brauchst du irgendwas? Kannst du dir mal diese Baupläne anschauen?
Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Deshalb diese Sache mit dem Runner-Chip. Du brauchtest die Frequenz, schätze ich. Wieso? Was macht diese Maschine? Wusstest du, dass das Institut einen Teleporter hat? Sie nennen ihn Molekulartransmitter. Wir versuchen schon seit Jahren, mehr über Transportmöglichkeiten des Instituts rauszufinden. Viele gute Agenten haben ihr Leben gelassen. Alles vergebens. Dank dir haben wir endlich die Antwort. Teleportation. Dass das Institut so etwas... Naja, machen wir uns an die Arbeit. Das hat jetzt oberste Priorität. Ich will, dass Tüfteltom dir hilft, damit dieses Gerät so schnell wie möglich fertig wird. Bereit, mir die Pläne zu zeigen? Jetzt geht's ums Ganze. Glaubst du, du kannst mit ihnen was anfangen? Das kann ich erst sagen, wenn ich sie mir angesehen habe. Hier bitte, schauen wir mal, was wir alles brauchen. Oh, wer hat das denn geschrieben? Ein Kind mit einem Wachsmalstift? Scheiße, das war ein wirklich großes Kind. Oh Mann! Molekularübertragung über verschlüsselte Radiowellen. Diese Eierköpfe des Instituts sind echt verrückt. Und man kann das Signal mit Hilfe eines modifizierten Transmitters abfangen. Wie ein Piratensignal, verstehst du? Das ist echt krass. Kannst du das Ding bauen, Tom? In den Plänen ist der ganze Hightech-Eierkopf-Scheiß drin. Aber es fehlen jede Menge technische Details. Die zu ergänzen wird eine Weile dauern. Das Teil hier, die stabilisierte Reflektorplattform. Dafür brauchen wir nur etwas hochwertiges Metall. Das sollte kein Problem sein. Bis du das Ding fertig hast, sollte ich auch mit dem Rest durch sein. Was brauchen wir, um das Teil zu bauen? Die Teile für die Plattform bekommen wir zusammen. Das ist kein Problem. Aber wo sollen wir sie bauen? Wir werden eine Menge Platz brauchen. Das Baby ist riesig. Der Unterschlupf in Mercer wäre passend. Und Pam hat den Ort schon abgesegnet. Ich stecke ein paar Boten los, um die Komponenten dorthin zu bringen. Dann sind nämlich auch wir dran. Zins aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Hast du die Plattform schon fertig? Tick-Tack, Tick-Tack. Ich warte auf gute Neuigkeiten. Hast du den Rest der Pläne fertig? Ja, Mann. Ich habe Wissenschaft und Technik unter einen Hut gebracht. Jetzt könnten wir loslegen, aber ich will zur Sicherheit nochmal alles durchgehen. Hast du die Plattform fertig? Hab ich. Die Plattform ist bereit. Und ich habe die Details der Pläne ergänzt. Jetzt können wir das Teil wirklich bauen. Die Technologie, die hinter dem Ganzen steckt, ist echt abgefahren. Die Bauteile sind zum Glück eher alltäglich. Aber es gibt drei Sachen, die ich mir nicht einfach aus unserem Unterschlupf holen kann. Wenn du die findest, kommen wir in die Höhle des Löwen. Wie funktioniert der Fänger eigentlich? Ah, mach dich bereit für etwas Wissenschaft. Es gibt vier Hauptbestandteile. Wir brauchen eine Steuerungskonsole, um den Code einzugeben und deine biologischen Daten zu verarbeiten. Das ist kein Problem. Als zweites wäre da die Transmitterschüssel. Damit fangen wir das Transportersignal ab. Der Molekularstrahlemitter, verwurschtelt deine Moleküle für die Übertragung. Danach müssen wir nur noch alles am selben Stromnetz miteinander verdrahten und los geht's. Das Ding wird Saft ziehen wie ein Blutkäfer auf einem Brahmin.
Ich habe keine Zeit für so eine Schnitzeljagd. Mein überragender Einfallsreichtum allein wird uns nicht zum Ziel bringen. Ich brauche das Zeug. Wenn du das Zeug zusammen hast, treffen wir uns am Bauplatz. Deacons Quote ist die beste. Von ihm kannst du viel lernen.
Südosten. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterflucht für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Ich wiederhole.
verfüge über Verteidigungsroutinen. Hm?
Geschafft. Thank you.
Geschäft. Geschafft. Dit.
habe gehört, du hast den Mutis in Fort Strong einen gehörigen Deckzettel verpasst. Wenn du hier bist, heißt das, dass du ein Schlag... Klar,
Ich schau mal, was du hast. Einem Schlag. Arturo. Weißt du, eine Schrotflinte ist eine gute Versicherung. Klar, ich schau's mir an. Vergiss nicht. Jedes Teil ist genau das wert, was ich dafür fand. Aha. Zeig mal, was du so hast. Alles. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek... Dann lass mal sehen, was du so hast. Denk daran, keine Rückgabe, kein Umtausch und keine Todesdrohungen. Peace, Bruder. Hä? Hey, Cleo. Zu verschenken. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den und... Klar, ich schau mal, was du hast. Mord. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot an... Hey. Das habe ich alles dabei. Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Entschuldigung? Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach. Klar, ich schau's mir an.
Eine Siedlung hat eine Nachricht. Hey, Carla. Hallo, willst du handeln? Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein... Brauchst du Hilfe mit dem Signalfänger? Das wird eine Riesensache. Endlich erfahren wir, was das Institut wirklich vorhat. Wir brauchen tonnenweise Energie, um das Ding zum Laufen zu bringen. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt für eine Unterhaltung? Hallo. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Zeig mal, was du so hast. Großartig.
absolut nichts zu erinnern. Es muss alles am gleichen Stromnetz hängen, sonst funktioniert es nicht. Wird eine Riesensache. Ehrlicher als Desdemona. Wie ist der Status? Das Institut ist riesig und unbekanntes Gebiet für uns. Bevor wir da irgendetwas planen können, musst du noch was erledigen. Was ich dir jetzt erzähle, ist eines der bestbehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Der Patriot? Es gibt einen Mann im Institut, vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Zünst zur Flucht verhilft. Dutzende von Zünst verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Wenn dein Plan funktioniert und du ins Institut gelangst, musst du für uns den Kontakt zu ihm herstellen. Wie soll ich Kontakt zu ihm aufnehmen, wenn ich nichts über ihn weiß? Der Patriot hat einen Weg gefunden, uns Nachrichten zu schicken. Das Gelingen des Plans hängt davon ab, ob wir diesen Weg ebenfalls nutzen können, um ihm zu antworten. Das ist so riskant. Ich muss meinen Sohn finden. Ich bin zuversichtlich, dass du beides schaffst. Das überlasse ich ganz dir. Tom hat eine Nachricht verschlüsselt, die für den Patrioten gedacht ist. Sobald er sie erhält, wird er dich kontaktieren. Bis du ihn kontaktierst, und wahrscheinlich auch noch danach, darfst du nicht aufhalten. Du musst sie infiltrieren. Schaffst du das? Unsere Augen und Ohren im Institut zu sein. Wie infiltrieren wir den Laden? Du musst ihnen was vortäuschen. Bleib dabei am besten so nah wie möglich an der Wahrheit. Und du wirst auf Zack sein müssen. Wir haben keine Ahnung, was auf dich zukommt, falls du es überhaupt schaffst. Ich bin bereit. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Stell dich auf die Plattform, dann gebe ich dir das Holoband. Verbinde dich mit dem Institutsterminal und warte auf Antwort. Tom, sprich mit mir. Diese Frequenz wird nur einmal funktionieren. Du weißt, der macht mir zweimal den Platz. Nicht bewegen! Ich muss alle deine Moleküle erfassen. Ich hoffe, ich erwische sie alle. Sind ja nur ungefähr 60 Trillionen. Okay! Spendieren wir deinem Baby etwas ab. Mal sehen, was es so drauf hat. Nimm das Holoband hier. Du wirst es brauchen, um den Patrioten zu kontaktieren. Oh, Mann! Keine Sorge! Das gehört alles zum Plan! Tom, tu, was auch immer nötig ist, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Lüg! Sag ihnen, was sie hören wollen. Denk dir eine Tarnung aus und verkauf sie ihnen. Komm schon! Ich glaube, ich hab's! Schalte auf das Institutssignal! Sammle so viele Informationen wie möglich. Über Synths. Über die Pläne des Instituts. Finde ihre Schwächen. Wenn wir das Institut ausschalten oder vernichten wollen, müssen wir das tun. Steck das Holoband in ein Terminal. Dann wird sich der Patriot melden. Das muss er einfach. Hab die Frequenz! Es funktioniert! Finde eine Möglichkeit, sie zu retten. Niemand. Außer...